Hallo Leute, ich bin's mal wieder. Weiter geht's mit Binärzahlen und Binärrechnen. Ja, was ihr hier sehen könnt, wir werden jetzt dieses Mal einfach ein paar Binärzahlen zusammen addieren. Es ist keine Besonderheit so, aber man sollte es können, würde ich mal so behaupten. Ja, und dann wollen wir gleich mal anfangen. Also es funktioniert im Prinzip gleich, wie wenn ihr eine normale Dezimalzahl ja, halt addiert, also so schriftlich addieren, wer das noch von euch kann. Ja. Also es ist eigentlich relativ simpel. Ihr nehmt einfach immer die hinterste Zahl und dann schaut ihr 1 plus 0 ist, naja, was ist wohl 1 plus 0? Ist 1. Gut, ich kann es leider hier gerade nicht weiter nach drüben schieben. Also denkt euch das bitte einfach hier unten drunter hin. Okay, 0 und 1 ist, ja, was wohl auch 1. So, und jetzt wird es spaßiger. 1 plus 1 würdet ihr normalerweise sagen 2. Da wir uns aber im Binärsystem befinden, gibt es keine 2, es gibt nur Nullen und Einsen. Also was machen wir dann daraus? Naja, im Dezimalsystem, wenn wir eine 10 kriegen, das sind ja eigentlich auch zwei Ziffern, obwohl es nur von 0 bis 9 geht. Jetzt gehen wir halt nur von 0 bis 1, das heißt, wir schreiben uns hier einen Übertrag hin. Also hier kommt dann ein Übertrag rein, sozusagen in die dritte Zeile, den dürft ihr euch jetzt merken. Und hier 1 plus 1 ist 2, also 1, 0, weil 2 ist ja, ich schreibe das hier gerade mal hin. 2 ist ja 1, 0. So, also 1, 0, das heißt, hier an die Stelle kommt eine 0 und hier kommt ein Übertrag hin. Und dann haben wir hier 1, 1 ist wieder 1, 0 plus 1 ist jetzt 1, 1. Das heißt, wir haben hier erstens mal wieder einen Übertrag und zweitens haben wir hier noch eine 1 drin stehen. Und ja, hier haben wir dann 1 und 1, das ist dann wiederum 0, haben wieder einen Übertrag, hier steht dann wieder 1 und 1, wir haben wieder 0, wieder einen Übertrag, hier steht wieder 1 und 1, wieder eine 0, wieder einen Übertrag und dann haben wir hier eine 1. So, und jetzt sollte das in etwa so passen. Warum ist denn die Schriftgröße hier anders? Ist sie nicht? Wollt mich wohl verarschen, natürlich ist die Schriftgröße anders. Die wollen mich tatsächlich trollen. Naja, egal. Also haben wir hier 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0 und 1. So. Also ihr seht, ein Übertrag kommt relativ leicht zusammen, wenn man nur diese paar wenigen Binärzahlen hat. Und ja, wir haben jetzt hier schon eine Stelle mehr, als wir bei der längsten Zahl hatten. Das kann auch mal relativ schnell bei rumkommen. So. Wenn wir das Ganze jetzt im Dezimal uns angucken wollen, dann haben wir hier 1 plus 4 plus 8 plus 16 plus 64. Das rechne ich mal ganz kurz für euch, das sollte 93 sein. Und hier haben wir 2, 4, 8 und 32, was 46 sein sollte. Also 93 plus 46 könnt ihr dann gerade mal überprüfen, sollte 139 sein. Und jetzt gehen wir hier unten durch. 1 plus 2 plus 8 plus 128 sollte wohl auch 139 sein. Und so könnt ihr eigentlich immer recht gut überprüfen, ob ihr richtig gerechnet habt. Gut, jetzt wollen wir natürlich noch die schriftliche Subtraktion machen. Das gibt es in einem Rechner natürlich nicht. Aber es kann mal durchaus vorkommen, dass ihr sowas in der Klausur braucht oder sowas, also mal schriftlich zu subtrahieren. Gut. Und dazu werden wir jetzt einfach mal ein neues Beispiel nehmen. Ich kopiere das Ganze hier einfach mal, dass ich schon mal die Formel hier stehen habe. Und das mache ich hier wieder weg. Ihr solltet wissen, was 2 in binär dargestellt ist. Sollte nicht so schwer sein. Wieso nehmen wir nicht einfach gerade diese Zahlen hier? Da haben wir es doch eigentlich schon recht praktisch. Und subtrahieren die voneinander. Interpretiert das Minus einfach so. Wir ziehen die untere Zahl von der oberen hier ab. Gut. Fangen wir an. Dann muss das Ergebnis natürlich hier wieder weg. So. Okay, wir fangen wie bei einer normalen Subtraktion im Dezimalsystem. Fangen wir auch ganz links an. Ja, ganz links. Ich meine natürlich ganz rechts. Ja. Okay, wir ziehen 0 von der 1 ab. Naja, was bleibt da wohl übrig? Eine 1. Wir ziehen von der 0 hier eine 1 ab. Was bleibt dann logischerweise übrig? Naja, auch eine 1. Aber wir müssen uns hier wieder einen Übertrag merken. So, jetzt wird es schon etwas komplizierter. Okay, wir haben hier eine 1 und ziehen davon 1 ab und dann nochmal 1. Das heißt, wir ziehen wieder 1 von einer 0 ab.
Das heißt, da kommt wieder eine 1 bei raus. Dann dasselbe nochmal. Kommt auch wieder eine 1 bei raus. Und hier haben wir wieder einen Übertrag. Das heißt, aber hier haben wir keine 1 stehen. Das heißt, hier kommt mal eine 0 raus. Und dann ziehen wir, können wir uns so denken, von dieser 10 diese 1 ab. Dann bleibt eine 1 stehen. Und jetzt können wir das Ganze wieder zurück überlegen. Also ihr erinnert euch noch, die obere Zeile war 93, die untere war 46. Was ist wohl 93 minus 46? Naja, das könnt ihr auch im Kopf rechnen oder holt euch einen Taschenrechner oder was auch immer. Ist 47. Wir können das jetzt hier einfach nochmal gut durchgehen. Also 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 32 sind 47. Also nochmal ganz kurz zum Nachvollziehen. Hier ziehen wir nichts von der 1 ab. Das heißt, wir kriegen hier eine 1, logischerweise. Hier ziehen wir von einer 0 eine 1 ab. Das ist so, wie wenn wir von einer 10 was abziehen würden. Das heißt, wir kriegen hier auch einen Übertrag halt hin. Dann können wir uns das so vorstellen, wir ziehen hier von einer 1, 1, also von einer 1, 3 ab, 2, 2 ab, von dem Übertrag noch 1 und von dem hier unten 1. Naja, wenn wir von einer 1, 2 abziehen, dann haben wir logischerweise einen Übertrag. Der Übertrag wirkt sich wieder auf hier aus. Und so macht man das dann halt weiter. Gut, ich hoffe, ihr habt das verstanden. So wird an und für sich auch im Dezimalsystem gerechnet. Da ist jetzt nichts wirklich Besonderes dran. Aber wie ihr wisst, gibt es in einem Computer eigentlich bloß diese Addition hier oben. Das heißt, diese Subtraktion dürft ihr, wenn ihr Informatiker seid, getrost wieder vergessen eigentlich. Nächstes Mal möchte ich euch dann vorstellen, wie wir tatsächlich komplexere Zahlensysteme, also auch Kommazahlen und umrechnen können ins Dezimalsystem, von Binär in Dezimal und umgekehrt. Und dann werde ich euch noch was zu IEEE sagen. Das ist nämlich ein Darstellungsteil, eine Darstellungsart von Gleitkommazahlen. Aber ich glaube, vorher müssen wir noch ein bisschen schriftlich multiplizieren, denn das gibt es tatsächlich in einem Rechner. So eine Multiplikationseinheit, die ist jetzt nicht so komplex, aber doch komplexer als so eine Addition. Gut, also dann weiterhin folgen und ja, wir hören uns. Bis dann, ciao, ciao.